Es ist sehr erfreulich, dass das Promotionsstipendium der Benedikt- und Helene Schmidtmann-Wahlen-Stiftung in diesem Jahr an Herrn Nelson Pereira Pinto geht. Die Stiftung unterstützt damit ein vielversprechendes historisches Forschungsprojekt, das zugleich Relevanz für unsere Gegenwart hat. Die Stiftung unterstützt aber auch einen jungen Historiker, der alles mitbringt, was wir von einem erfolgversprechenden, vielversprechenden Nachwuchswissenschaftler erwarten. Nelson Pereira Pinto hat sein Studium der Regionalstudien Lateinamerika hier an unserer Universität mit sehr guten Noten abgeschlossen. Er hat Auslandssemester in Portugal, Spanien und Argentinien absolviert. Zugleich war er und ist er aktiv in Mentoring-Programmen für Studierende mit nicht-akademischem Hintergrund und arbeitet an einem Zeitschriftenprojekt mit. Also ein exzellenter Absolvent unserer Universität, international erfahren und sozial engagiert. Meine Dissertation über die politischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Portugal in den 1960er und 1970er Jahren schreiben. Mich interessiert dabei vor allem, inwiefern die Bundesrepublik die politischen Entwicklungen in Portugal in diesen beiden Jahrzehnten beeinflusst hat und vor allem die Fragestellung, inwiefern der Einfluss der Bundesrepublik auf den portugiesischen Demokratieaufbau vor der Nelkenrevolution am 25. April und danach gewesen ist. Und es handelt sich dabei also um eine historische Arbeit, aber es ist nicht auszuschließen, dass auch andere interdisziplinäre Aspekte mit einfließen werden. Die Begeisterung für das Thema kam eigentlich auch schon mit der Masterarbeit, denn damals habe ich mich mit der portugiesischen Community in Köln beschäftigt, also insbesondere, welche Funktionen und Aktivitäten portugiesische Vereine in der Bundesrepublik und vor allem in Köln für die Community einnehmen. Und in den Archiven und als ich mir die Satzungen durchgelesen habe und das ganze Material gesammelt habe, bin ich dann immer wieder auf dieses politische Thema gestoßen. Es gab interessante Zusammenhänge. Beispielsweise wurde der Partido Socialista, also die sozialistische Partei Portugals, die auch heute eine der großen Volksparteien ist, die wurde beispielsweise in der Bundesrepublik gegründet. Und diese ganzen Aspekte haben mich sehr interessiert. Und genau deswegen habe ich mich dann dafür entschieden, diesem Thema der portugiesischen Communities, auch insbesondere der 60er und 70er Jahre, treu zu bleiben, aber das Ganze auf eine andere Ebene zu bringen. Und genau deswegen kam dann diese Begeisterung für das politische Thema und die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Portugal in diesen beiden Jahrzehnten.